Hallo und herzlich willkommen im Reich der Aquaristik. Schön, dass du heute auch mit dabei bist, wieder vielleicht sogar. Hör mal auf, das Becken hier unten ist ja ein mega Phänomen. Ja, es ist so, es ist eine Serie und am besten ist natürlich mal die Serie. Wenn du von Anfang guckst, ist ein bisschen schwierig bei den vielen Filmen, die ich mache, das weiß ich selber. Aber es ist nun mal de facto so. So, also es geht weiter in der Serie heute erst kurz mit dem Becken. Da hatten wir pH-Wert von, was hatten wir, 9,7 schon mal gehabt um den Dreh, bedingt durch die Steine, die da drin sind. Das ist Basalt. Wir haben hier sehr viel Basalt drin, von daher hat sich das so gezeigt. Ja, okay, Geschichte kennen wir. Jetzt haben wir pH-Wert von 7,4 gerade aktuell. Das heißt also, bedingt durch die Fadenalgen, die drin sind, waren sind, noch sind sie da, aber sie gehen zurück. Von ganz alleine übrigens. Ist der pH-Wert abgeschmiert? Naja, noch im akzeptablen Bereich. Wenn ich aber nicht gegen reagieren würde, wären wir schon lange weit unter 7 tatsächlich. Das zeigt sich bei den Becken so. Morgens, wenn ich das Licht anmache, da sind wir bei pH 6,8 bis 6,9, also tatsächlich schon unter 7. Und im Laufe des Tages, wenn das Licht an ist, wir wissen schon, wenn das Licht an ist, steigt der pH-Wert. Kann ich chemisch jetzt nicht erklären, das ist aber Fakt so. Also, Klartext, hier werde ich wieder ein bisschen Calciumcarbonat dazuführen und das machen wir jetzt einmal kurz gemeinsam, damit ihr seht, wie viel ich dann in solchen Becken dazu führe. Aber wie gesagt, kontinuierlich nehmen wir alles mit, was wir machen bei den Becken allgemein. Ne? Also lohnt es sich schon, die Serie dann tatsächlich zu gucken, wenn man Spaß an der Materie hat. Das darf man nicht vergessen, ansonsten macht das natürlicherweise keinen Sinn. Es sei denn, du bekommst vielleicht Spaß plötzlich daran, wer weiß. Alles möglich. Kurz mal unseren Farn gezeigt, den haben wir auch schon Ewigkeiten hier in der Badewanne. Ne? Wenn ich wissen will, ob ich ihn gießen muss, dann ziehe ich ihn einmal hoch und gucke einfach rein. Ist auch schon mal fast trocken gewesen, beziehungsweise kein Wasser drin, aber die Pflanze hatte noch gelebt, also war noch nicht schlapp. Also alle 2 Tage gucke ich danach. Dann ist man auch da auf der sicheren Seite. So, damit fangen wir an. Ich habe heute ganz viel vor, aber ihr wisst, alles auf einmal geht nicht. Also fange ich jetzt einfach an mit euch gemeinsam. Wir starten dann tatsächlich mit dem Calciumcarbonat. Ich zeige dir mal, welche Menge ich da jetzt ungefähr reingebe, damit du ja so ein Gefühl vielleicht dafür bekommst. Also nicht viel, ne? Auch hier macht die Menge, ganz klarer Fall. So, das kommt jetzt rein hier. Dazu kommt Wasser, ganz klarer Fall. Ganz Aquariumwasser nehmen. Ich nehme mal der entmineralisierte, also sprich Osmosewasser bei uns, also kannst auch destilliertes, sprich entmineralisiertes Wasser nehmen. Ja, weil ich das Gefäß auch für andere Sachen nutze, von daher bin ich da sicher, wenn ich eben halt reines Wasser verwende. Ne? Du kannst aber, wie gesagt, wenn jetzt einzelne Becken du hast, auch ganz klar das Aquariumwasser dafür verwenden. So, das schütteln und rütteln mal so ein bisschen, damit das in Lösung geht und dann gehen wir damit jetzt zum Aquarium und bringen das Ganze rein. Hier sehen wir jetzt das Becken und Schnecken, ganz schöne Schnecken, die entwickeln sich prächtig hier. Das liegt übrigens mit am Calciumcarbonat tatsächlich. Ja, deswegen versorgen wir sie damit. Also es ist nicht verkehrt, wenn man sich um Garnelen kümmert, auch ein pH-Messgerät zu haben, ist alles einfacher dann. Also wir sind knapp bei 7,4, sagen wir mal, Pi mal Daumen. Ne? Also ja, und wir sehen, die Algen sind nach wie vor auf dem Rückmarsch, das wird immer weniger. So, also Klartext, das Calciumcarbonat, ich muss sie eigentlich nochmal schütteln, jetzt habe ich das gerade, warte mal, ich kann ja auch einen Daumen drauf halten, ne? Müsste ja auch gehen. Genau, siehst du wohl, ne? Geht auch. So, und dann kommt das jetzt einfach mal hier rein. Ja, und dann lassen wir das einfach mal wirken. Und dann können die Garnelen und die Schnecken das aufnehmen. Ja, tolle Sache, dass wir das also hier tatsächlich verfolgen können, wie sich das Ganze entwickelt. Das ist nämlich wirklich fantastisch. Da haben wir sogar eine Eiertante. Ja, okay. Gedüngt wird ihr übrigens jetzt auch hier in dem Zuge, genauso wie alle anderen Aquarien auch, außer eins. Ne? Außer das Grüne, das Evergreene, da dünge ich im Moment zumindest nicht. Kann sich auch irgendwann mal wieder ändern, aber da habe ich im Moment ein anderes Thema, was ich da ja, angehe. Und von daher verzichte ich da erstmal momentan darauf. Ja, okay, dann sind wir mit dem Becken erstmal durch. Wir gehen einmal schnell zum Evergreen. Ich hoffe, nein, der ist wieder weg, schade. Och, Menno, warum bist du denn nicht geblieben? Ich wollte ihn eigentlich zeigen. Naja, vielleicht kriegen wir ihn gleich noch. Ich habe gerade gefüttert. Kannst du jetzt natürlich nicht so viel sehen, aber man sieht sie dort schnabulieren. Ne? Hier habe ich gerade im Test neues Futter.
Eigentlich fütter ich hier kein Staubfutter und auch kein Proteinfutter oder sonstiges Garnelenfutter, weil wir hier so kleine Würmchen haben, hatten. Ab und zu sehe ich noch welche, da ist einer. Ja, der ist natürlich jetzt nicht zu erkennen, vielleicht kannst du ihn zoomen. Bis da ist einer, da, ne? Da ist einer. Und da ist auch einer, sehe ich gerade. Ich hatte heute Morgen geguckt, habe ich keinen gefunden. Da ist einer. Und unser kleiner Gubbi, der soll die wegfressen. Deswegen ist der hier drin. Gucke ich nochmal, ob ich ihn doch vielleicht sehe. Da hinten ist er. Da hinten. Da. Vollgefressen, komplett desinteressiert. Der findet hier so viel Futter, das ist echt der Hammer. Ja, okay, also wie gesagt, der soll das, ja, diese kleinen Lebewesen eben alle wegfuttern, aber in dem Zuge frisst er natürlich auch die ganzen Hüpferlinge und so. Das heißt, also ein paar Tage wird er wohl noch was zu tun haben. Ich zoome mal eben näher dran und guck mal, wie das aussieht mit Hüpferlingen. Viel kann man nicht sehen. Da ist nicht mehr viel los, muss ich sagen. Also er hat echt das meiste wegschnabuliert. Da ist echt nicht mehr viel da. Ja, gutes Fischfutter auf jeden Fall. Okay, das ist dann jetzt so ein kleiner Nebeneffekt erstmal. Ansonsten, ja, abwarten. Wie gesagt, hier fütter ich eigentlich nicht wirklich, außer Grünzeug zwischendurch. Und in der Anwendung habe ich jetzt das hier im Test. Einfach nur, um zu gucken, ja. Zum einen, wie die Tiere darauf reagieren, ob sie es fressen. Also sie fressen es auf jeden Fall. Das ist de facto schon mal so. Ansonsten bleibt es einfach abzuwarten, ja, wie die Reaktion insgesamt darauf ist dann. Ne? Aber sobald die Würmchen weg sind, dann wird auch normal wieder gefüttert hier, wie die anderen eben auch. Aber ich will erst gucken, dass die weg sind. Aber es klappt ganz gut, muss ich sagen. Also da muss ich echt schon suchen, dass ich was finde von den Würmchen. Dann kommen wir heute allgemein zur Fütterung. Wir haben heute Mittag, ich habe mal wieder lange geschlafen, also gab es morgens nichts, das gefüttert hier, ne? Black. Das ist das Live hier, ne? Kennen wir schon so. Das gab es dann heute Mittag und heute Abend gibt es erstmal BioTaste Active und anschließend dann Protein. Protein werden wir wahrscheinlich demnächst auch ein bisschen mehr füttern als sonst, weil viele Eiertanten unterwegs sind und aber auch viele Babys. Ne? Und von daher füttern wir etwas mehr Protein, aber wie gesagt etwas. Ich variiere da auch, also da gibt es keine Anleitung für oder so. Mal gibt es halt davon mehr und mal davon mehr, das ist eben so. Ne? Aber momentan, wie gesagt, sind viele Babys on board hier und von daher gibt es halt dann vielerlei in dem Sinne. Ja, Schnecki, dir geht's gut, ne? Siehst du wohl. Die haben ihre Ruhe jetzt hier, wo die Großen raus sind. Ach so, warte mal, hier werden wir was anderes füttern, weil ich will wissen, ob noch Große drin sind, weil die verstecken sich ja auch ganz gerne mal. Scheinbar sind keine mehr drin. Also ich habe zumindest heute Abend noch keinen gesehen hier. Und mal gucken bei den Galaxy Pinterest, wie das dann aussieht. Ne? So, okay. Also ich werde jetzt füttern, habe ich ja gesagt. Ne? Aber ich zeige dir mal eben kurz, wie die Dose es im Prinzip dann aussieht. Ne? Also nicht wie die Dose aussieht, doch sie ist jetzt auch. So, mache ich die mal auf hier, richte mal an die Seite und dann nehme ich mal ein bisschen aus. Das riecht übrigens wie Hefe. Zu der Thematik kommen wir dann auch nochmal. Jetzt gibt es erstmal ein kleines bisschen hier für die Fischis. Ob die das fressen oder nicht, spielt jetzt keine große Rolle, weil das ist auch gut für Mikroorganismen und so. Ne? Aber ich gucke trotzdem mal eben. Ja. Mögt ihr das echt auch? Naja. Okay, nehmen wir so mit. So, wie gesagt, da haben wir jetzt ein ganz klitzekleines bisschen reingemacht. Jetzt kommen wir kurz zu, ja, ich würde sagen, ungefähr ein Drittel wird das sein, ein Viertel ungefähr. Das kriegen jetzt die Schätze, wo noch kein Licht an ist hier. So, einmal oben drauf, bidipidum, ne? Also kein Hauptfutter in dem Sinne, sondern da gibt es immer nur ganz kleine Mengen von. So, ne? Und das kommt jetzt hier rein. Hier haben wir schon mal ein bisschen mehr Licht. So, einfach da oben drauf, blubdibum, siehst du wohl, ne? Ja, interessante Sache, auf jeden Fall. So, okay, das mache ich jetzt just zu Ende. Und dann gibt es das gleich und dann können wir die Tiere auch ein bisschen besser beobachten. Ich hänge schon mal das Licht einmal hier rüber, dass wir die gleich ein bisschen besser sehen können hier. So, Dalle, nur mal an die Seite, ich kann schon mal wegpacken, das haben wir jetzt schon gesehen. Ja, also hier ist auch alles easy, alles cool. Richtig klasse. Funst. Ja, die Saison der Zucht hat begonnen, in dem Sinne kannst du sagen. Es ist wie letztes Jahr, ne? Ist schon crazy.
kurze Zeit ist Ruhe im Winter, auch wenn sie Eier tragen tatsächlich, ne? Aber die Jungen kommen nicht hoch. Wie gesagt, ob es an der Temperatur liegt oder nicht, haben wir noch nicht raus, weil jetzt ist es allgemein schon ein bisschen wärmer, gerade hier im Raum eben auch, ne, mit 23,5 Grad. Und ja, dann sind die Becken sowieso auch schon ein bisschen wärmer, sonst hatte ich so um die 21 Grad, glaube ich. Ja, ob es da nun wirklich an der Temperatur liegt oder nicht, sehen wir dann nächstes Jahr. Ja, okay. Wir gehen jetzt einmal kurz hier hinten zum neuen Projekt. Hat mal die Lampe da drüber gehangen. Das Weiße, was da sieht, das, du siehst, das ist Montmorillonit. Das hatte ich einfach hier drauf gestreut. Das ist dann halt runtergefallen. Ja, ich bin am Überlegen noch, wie ich hier weiter vorgehe. Hier habe ich jetzt erstmal einen Filterschwamm reingestellt nur. Einfach damit die Biologie da drin schon stattfindet, wenn dessen das hier mehr oder weniger einläuft, das Ganze, also einfährt. Ich bin am Überlegen, ob ich den tatsächlich drin lasse. Wieso, weshalb, warum, weiß ich selber nicht. Die Idee kommt mir einfach nur. Der ist so leicht gebogen, wie du sehen kannst. Ne, hier ist die Scheibe. Der ist also leicht gebogen. Das heißt, dahinter ist also, ich wollte schon sagen Luft. Ja, Luft auch, aber Wasser. In der Thematik würde ich das ein bisschen anbuddeln hier, dass also etwas strammer hier dran steht, dass rein theoretisch hier keine Garnelen durchkommen, zumindest keine großen. So ist die Theorie jetzt gerade. Einfach mal um zu beobachten, ob die Babys da durchkommen und wenn sie denn durchkommen, ob die dann dahinter bleiben. Und ich sie dort auch gezielt füttern kann. Oder wie auch immer. Das ist jetzt einfach nur so ein Gedanke gerade. Ich glaube, das mache ich tatsächlich. Einfach mal um was Neues auszuprobieren. Das Becken soll ansonsten hier filterlos laufen auch. Wasser wird nachgefüllt einfach jetzt demnächst. Oder ich weiß noch nicht, heute vielleicht. Oder nee, ich bin gerade im Hin und Her wieder. Das heißt, also ich muss auch keinen Wasserwechsel machen. Ne? Hier füllen wir einfach nochmal Wasser nach. Und dann passt das schon. Da brauchen wir keinen Wasserwechsel machen. Ich bin am Überlegen, ob wir da tatsächlich anfangen mit dem Pure Red Line. Da können wir nachher auch nochmal gucken. Da hatte ich jetzt ganze Zeit Licht aus. Gehabt. Wir gehen mal eben kurz dahin zu dem Pure Red Line. Allerdings zunächst zu unserem Super Crystal Red. Ja, den geht es richtig gut, muss ich sagen. Die haben auch richtig gut Farbe wieder bekommen. Sind gut gewachsen jetzt in der kurzen Zeit auch. Wie sieht das jetzt pH-technisch aus? Wir hatten ja ein bisschen pH-Abfall und haben ja gegenreagiert. Haben ja Calciumcarbonat etwas dazugegeben, ne? Minimalistisch. Und wir sehen, es hat sich also eingependelt. Wir sind bei pH 5, 6. Das ist okay hier für unsere Caridina. Wir waren hier bei pH 5. Und das hat denen auch gar nicht gut getan. Die sind richtig blass geworden dadurch auch. Und haben also Farbe verloren gehabt. Also hat das geholfen tatsächlich. Dann ein ganz bisschen Calciumcarbonat dazu zu führen, um den pH-Wert wieder ein bisschen zu erhöhen. Aber wie gesagt, da muss man vorsichtig sein. Da kannst du nicht einfach irgendwas reinschmeißen an Menge, sondern das muss schon, ne, lieber ganz, ganz bisschen und kontrollieren zwei, drei Tage später. Dann gegebenenfalls nachliefern als zu viel, weil dann musst du Wasserwechsel machen, ne? Wenn der pH-Wert dann plötzlich zu hoch geht. Das ist dann nicht der Burner, zumindest zur Zucht jetzt nicht, ne? Zur Haltung. Spielt es jetzt nicht die ganz große Rolle, aber doch auch schon. Also man darf es nicht übertreiben. Ne? So, okay. Die Pure Red Line, den geht es nach wie vor richtig gut, muss ich sagen. Also richtig klasse. Es ist nicht ein einziges Tier verstorben jetzt in der Zeit. Also genial, muss ich sagen. Hier liegt heute Wasserwechsel an. Hier machen wir zweimal die Woche Wasserwechsel, aber nur bei dem Becken hier, ne, weil es ja den Nitratwert erhöht in dem Sinne. Ich denke, es geht auch mit einer Woche, aber hier sind wir halt ein bisschen vorsichtiger, eben durch die Menge, die da an Tieren drin sind. Ne? Und man sieht, die sind jetzt also fleißig unterwegs mit dem Futter, was wir jetzt gerade reingeschmissen hatten. Das ist schon ein gutes Zeug. Ne? Und hier muss ich also auch wirklich jeden Tag ein Seemandelbaumblatt, nicht ein Seemandel, ein Walnussblatt reinlegen. Jeden Tag. Da schnabulieren die ratzfatz weg. Ne? Also meist am zweiten Tag fängt das ja an. Das muss ich ja so ein bisschen, ich sag's mal, aufweichen, könnte man sagen. Ne? Und dann ratzfatz ist so ein Blatt weggefressen bei den Garnelen hier. Das ist also ein Nichts in dem Sinn. Ob ich den Oxidator jetzt nochmal befülle oder nicht, weiß ich nicht. Der ist jetzt leer. Ich beobachte das einfach, ne? Denn was nicht sein muss, muss nicht sein. Einfach beobachten. Wenn ich merke, dass die Tiere nur noch an der Oberfläche sind, dann wird es natürlich höchste Eisenmangel, klarer Fall. Von wegen Sauerstoffmangel. Aber es scheint jetzt so zu funktionieren. Ne? Von daher warte ich da ab. Abwarten. Ne? Aber ganz wichtig, beobachten. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Also nicht nur einfach abwarten, sondern auch beobachten. Guck mal, da unten ist ein kleiner. Ein klitzeklitzekleiner. Hier siehst du wohl, ne? Nur gespannt, weil eigentlich waren hier andere drin gewesen, aber okay, manchmal ist es aber auch echt ganz verrückt, was sich da manchmal so zeigt einfach. So, okay, also, die Arbeit ist okay hier. Ich will überlegen, ob wir anfangen zu selektieren jetzt. So, jawohl, passt doch wunderbar. So, perfekt.
dann können wir auch mal kurz gucken. Wie gesagt, ich habe gerade gefüttert. Was wir gefüttert haben, weißt du, ne? Genau, Proteinfutter. Jetzt habe ich leider die falsche Brille auf, dass ich ja eh nicht wirklich viel nahe sehen kann. Ich wollte eigentlich nochmal nach den Babys gucken, aber na gut. Machen wir ein andermal. Nur mal kurz gezeigt, dass es den Tieren hier gut geht. So, jetzt klappt es auch langsam hier mit dem Futterplatz, ne? Ach so, nee, die Wilde ist ja noch nicht da. Noch ist die Wilde nicht da. Ja. Okay, dass wir hier einen kleinen Einblick haben, wie es aussieht. Ich lasse es mir nicht nehmen und zeige euch doch noch ein Baby. Ja, weil ich habe mal just die andere Brille aufgesetzt. Weil ich wollte auch selber noch mal kurz gucken, wie das ausschaut hier. Ob wir da was entdecken können oder nicht. Ne? Aber einen haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal gesehen. Ja, so langsam trudeln sie allein hier. Die haben das doch jetzt mittlerweile gelernt. So, wo ist denn nun die Wilde? Ich habe sie noch nicht gesehen. Hier ist noch eine von den Super, zwei von den Super Crystal Red. Dahinter ist noch einer, da unten ist noch eine. Und wo ist die Wilde geblieben? Ja. Wo ist sie? Ich sehe sie nicht. Die erste Eiertante. Wir hatten ja vor kurzem eine Paarungsschwimmung gehabt, falls du dich noch daran erinnern kannst. Und tada. Ja, die ersten Nachkommen hier von den Wilden haben die ersten Eier. Naja, nicht die, sondern die hat Eier. Lol. So, mit dem Becken, das lasse ich jetzt so stehen. Da mache ich morgen weiter. Das werden wir komplett leer räumen auf jeden Fall. Und da werden noch einige Pflanzen dann rüberziehen. Ne, zu unserem Gustav. Ansonsten muss ich mal gucken, insbesondere eben auch wegen der Entengrütze, weil die möchte ich echt nicht in meinen anderen Aquarien haben. Ich habe schon mal in einem Aquarium so zwei kleine Stücke gefunden. Ja, da muss man echt kurz nachgucken, dass das besser ist das. Sonst habe ich sie hinterher überall. So, dann gucken wir einmal kurz rum. Dass wir wenigstens mal kurz unsere Nelis betrachten können. Auch hier alles supi. Futter schmeckt. Ich gucke gerade eben, ob eine Eiertante da ist. Nein, ist keine. Wenn denn, hätte ich sie eben noch rausgefangen. Ja. Nö, alles in Ordnung. Wie sieht es hier aus? Da ist eine Eiertante. Tada. Und da sehen wir auch einen halbwüchsigen. Ja, ich bin mal gespannt, ob es denn jetzt hier auch so funktioniert mit den Nachkommen dann jetzt um die Jahreszeit. In dem Sinne muss ich mal eben den Akku wechseln. Oh Mann. Also das mit den Pflanzen hier ist eine tolle Sache, muss ich sagen. So, viel werden wir jetzt nicht mehr zu Gesicht bekommen. Wir gucken einmal hier kurz rein bei unseren Caridina. Ja, genau. Oh Mann, es ist spät. Ich wollte kurz gezeigt haben, dass wir hier also auch Eiertanten wieder drin haben. Wir hatten vor kurzem die Weibchen zurückgeführt. Da wollte ich eigentlich auch noch mit euch gucken jetzt, wie das aussieht mit den Babys. Guckt, da ist auch eine Eiertante und noch eine Eiertante und noch eine Eiertante. Holle hier Waldfee. Die werde ich jetzt aber nicht mehr übersiedeln. Die bleiben jetzt tatsächlich hier drin und dürfen hier ihre Jungen wieder bekommen. Denn das hat ja immer ganz gut funktioniert. Ne? Einmal durften sie ihre Babys jetzt woanders entlassen. Also da unten in dem Becken. Ne? Da wollen wir auf jeden Fall noch reingucken, aber heute nicht mehr. Ich wollte es ja eben gezeigt haben, wie das jetzt aussieht hier. Ja, tolle Sache. Ansonsten, wie gesagt, hier hatten wir ja schon reingeguckt. Gucken wir hier nochmal kurz bei unserem wilden Trupp. Da ist auch alles okay. Mal gucken, wann wir die ersten Babys zu Gesicht bekommen. Das dürfte jetzt eigentlich langsam auch bald losgehen hier. So, dann würde ich sagen, boah, holla die Waldfee. Hier sind auch wieder Eiertanten drin. Die dürfen auch hier jetzt ihre Jungen bekommen drin. Fischis, da sind zwei. Und wo ist der Rest? Wieder in die Büsche verschlagen, ne? Ja, wie immer, war ja klar. So, dann gucken wir hier nochmal kurz bei den Super Crystal Red vorbei, bei unseren Santas. Eigentlich schon ein schöner Trupp geworden, ne? Die Babys, die jetzt so im Laufe der letzten Zeit groß geworden sind. Der Trupp hat sich echt gut gemacht. Also richtig klasse, muss ich sagen. Fantastisch. Ja, siehst du wohl, ne? Und man braucht schon, wenn man jetzt einen stabilen Stamm haben will, muss also schon so, ja, wenigstens 30 Tiere haben.
besser ist das, ne? Dann funzt das einfacher alles. So, hier nochmal kurz geguckt, da sehen wir jetzt natürlich nicht viel. Ich mal eben die Lampe drüber setzen. Ich muss jetzt auch mal wieder langsam die Luftheber einschalten. Wie wir wissen, sind die ja immer aus hier, ne? Wenn ich arbeite oder filme in dem Sinne. So, Belichtung ist jetzt nicht die beste, aber okay. Wir dürfen wenigstens einmal reingucken, wie das aussieht. Nach wie vor läuft das richtig klasse, das Becken. Obwohl es ja eigentlich Probleme gibt, ne? Ja, nee, es ist nicht 3 Uhr, 2 Uhr, aber immerhin. 2 Uhr in der Nacht, oh mein Gott, ich sage dir, du, ich bin auch verrückt, ne? Wie wunderschön das neue Blatt ist. Von der Marble Queen. Die Marble Queen, die steht da oben im Glas. So, Gustav, hier kann man jetzt nichts mehr sehen. Aber ich wollte mal just gucken, ob ich die Wilde jetzt sehe, weil da bin ich gerade ein bisschen beunruhigt, muss ich ehrlicherweise sagen. Weil normalerweise ist sie immer die erste, die hier am Platz ist. Hm. Naja, manchmal ist so, dann verstecken sie sich einfach irgendwo. Ne? Wollen einfach vielleicht auch mal ihre Ruhe haben, kommt ja schon mal vor. Vielleicht hängt die auch dahinter irgendwo, wenn es jetzt gerade spiegelt. Kann man das Licht schon mal ausmachen hier. Plupp. Kann man vielleicht ein bisschen mehr sehen. Die sitzt auch ganz ruhig unten drunter im Schatten. Mag wohl nicht so die Sonne. Wilde, wo bist du? Aber so ein kleines bisschen Sorgen macht mir das doch. Ich habe sie gesehen, beziehungsweise gefunden. Sie sitzt da mitten in den Büschen. Ich vermute mal, dass sie sich gehäutet hat und sich zurückgezogen hat, um ja ihre Ruhe zu haben. Ah, holla die Waldfee. Jetzt habe ich hier so lange rumgeguckt und habe sie dann doch noch gefunden. Yippie-yay. Okay, meine Lieben. Wir haben das Projekt jetzt im Prinzip beendet, kannst du sagen. Ne? Jetzt kommt gleich noch ein Deckel drauf, wollte ich gerade sagen. Das Glas und dann also die Plexiglasscheibe. Und dann mal gucken, wie der Gustav sich jetzt hier drin macht. Ne? Okay, yippie-yay. Es geht morgen auf jeden Fall munter fröhlich weiter.